Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. In der letzten Folge haben wir Bowser zum ersten Mal besiegt und den blauen Schalter aktiviert. Und jetzt gehen wir in das erste Level im unteren Geschoss, in diesem Vorraum. Ja, und die Kraft öffnet uns mal wieder die Türen. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, geht es jetzt als nächstes wieder mal in ein Wasserlevel. Als erstes müssen wir Bowsers U-Boot entern. Ja. Und die Musik in diesem Teil des Spiels ist einfach wahnsinnig schön. Das ist wirklich... wow. Ich muss wirklich sagen, die Musik in dem Spiel, vor allem in den Wasserleveln, ist halt wirklich sehr schön. Auch wenn ich Wasserlevel irgendwie noch nie so wirklich gemocht habe. Aber die Musik wertet alles wieder so ein Stückchen auf, ne? Schön, dass ich gerade so ein bisschen ruhig bin, aber ich genieße gerade so ein bisschen diese Stimmung der Musik. Ja, es passiert gerade eh nichts Spannendes. Wir schwimmen bloß gerade erstmal darüber. Das Problem ist bloß, bei dem Emulator sind Wasserlevel halt immer ziemlich buggy und langsam. Das ist halt so ein bisschen das Blöde daran. Aber naja, wird schon. So, dann sind wir auch schon fast angekommen auf dem U-Boot. Mal schauen, ob wir vielleicht das irgendwie abkürzen können. Wenn Mario sich mal dazu bequemen würde, da hochzugehen. Na Mario, willst du heute noch Dankeschön? Gucken, ob wir es hinkriegen. Und ja, gleich beim ersten Mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und somit haben wir auch schon den ersten Stern nach knapp 2,5 Minuten. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. So, mal sehen, was als nächstes auf uns in dem Level wartet. Sorry, dass es gerade so lange gedauert hat. Ich habe nochmal eine klitzekleine Pause gemacht. Okay, als nächstes müssen wir Truhen öffnen. Müssen wir mal schauen, wo die sind, diese Truhen. Ach, da unten sehen wir sie doch schon. Aber mal gucken. In welcher Reihenfolge? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der hier an. Und dann arbeiten wir uns einfach mal so ein bisschen vor. Ja, oh, nee. Nee, da nicht rein. Da nicht rein, Mario. Das Problem ist, wie in dem anderen Wasserlevel ist es nämlich nicht so, dass man da einfach weggetrieben wird, sondern man wird eingesogen, dann stirbt man. Und dann war's das. Okay, das war richtig. Ich nehme einfach mal an, dass die Kiste um die letzte sein wird, weil es einfach am schwierigsten ist, die zu bekommen. Von daher gucken wir einfach mal. Genau, hier ist schon die nächste Kiste. Ich denke mal, das wird die auch sein. Genau. Und ja. Ich werde in den Gang da reinschwimmen, weil ich da, denke ich mal, besser rankomme, wenn ich einfach nur gerade drauf schwimme. Und dann müssen wir halt aufpassen. Also beziehungsweise muss ich aufpassen, dass ich weiter drücke, weil sonst werde ich da bestimmt reingesogen. Ja. Ja, siehst du, geht's schon los. Und jetzt muss ich ganz schnell weiter drücken. Ah, Gott. Bei diese blöde Zwischensequenz, wenn ich jetzt oft hören würde zu drücken, dann würde ich da reingesogen werden. Na, aber ich habe es nochmal geschafft. Und da sammeln wir schon den 40. Stern ein. Mensch, Mensch. Hier geht's aber voran. So.
Ja. Ach ja, wie gesagt, diesen Stein da oder so, den ignorieren wir jetzt erstmal. Das werden wir dann im nächsten Part in Angriff nehmen. Springe zu den roten Münzen. Das bedeutet auch wieder, dass wir das mit den 100 Münzen verbinden. Was sind das eigentlich für komische Ringe? Keine Ahnung. Das, denke ich mal, wird vielleicht noch in den späteren Leveln so immer auf uns zukommen. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Wir werden jetzt auf jeden Fall diese Kreisringe einsammeln, die anderen nicht. Die sind mir zu nah an diesem Einsog-Dingens dran. Da habe ich keine Lust, eingesogen zu werden. Genau. Ja, los, zurück und einsammeln. Brava Mario. Aber muss aber schon sagen, der hat echt große Lungen, dass er so lange die Luft anhalten kann. So ein schönes Lied. Ja, ich wollte eigentlich nicht wieder nach draußen schwimmen. Genau. So, und jetzt geht's ab zu den 8 roten Münzen. Die, wie wir vielleicht schon ein paar gesehen haben, auf der anderen Seite sind. Deswegen werden wir da jetzt erstmal, ja, hinschwimmen. Es dauert immer so lange, da hinzukommen. Es ist immer so ein bisschen unspektakulär. Ne, Mario. Und was machst du so in deiner Freizeit? Hab gehört, du rettest gerne Prinzessin Peach nach einem harten Arbeitstag. Was laber ich eigentlich schon wieder für Müll zusammen? Ich hab keine Ahnung. Es ist einfach 23.54 Uhr. Ich laber nur Müll. Müllsinn wollte ich schon sagen. Müll. Ich labere nur Müllsinn. So. Dann können wir auch wieder nach oben schwimmen. Entschuldigung für das ganze Gegehen, ich bin ein bisschen müde. Heute ist übrigens Ostersonntag. So, jetzt aktivieren wir einfach mal den Schalter da hinten. Und dann müssen, glaube ich, so Blöcke erscheinen. Na, gehst du? Ja, Mario, gehst du? Danke. Genau, hier hinten müssen wir hochgehen. Ja, und nicht runterfallen. Mir fällt gerade auf, dass da keine Stangen sind. Da müssten eigentlich Stangen rumfahren, damit wir an die Münzen rankommen. Boah, nee, oder? Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass hier nicht irgendwelche größeren Bugs auftreten bei dem Emulator. Aber anscheinend gab es da einen Fehler beim Übertragen oder so. So eine Scheiße. Oh nee, das ist ja jetzt mega kacke. Ich wollte das wieder auf 120 Sterne spielen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Toll. Wunderbar. Ich hoffe einfach mal... Ja, nee, ich komme da nicht rüber. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt der einzige Bug ist für dieses Spiel. Also, ja... Ich werde es dann höchstwahrscheinlich so machen. Es gibt hier ja noch 2 andere Sterne zum Sammeln. Ich kann auch die 100 Münzen nicht sammeln. Weil ich brauche dann noch so ein 100 Münzen-Ding. Also diesen 5 blauen Münzenschalter. Ja, ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht kann ich irgendwie in die unsichtbare Stange ranspringen oder so. Ich glaube es doch nicht, aber kann es mal probieren. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich dann einfach einen Spielstand runterlade mit den 120 Sternen, wenn ich hier mit dem Let's Play durch bin. Und dass ich euch dann wenigstens zeige, wie das ist, wenn man 120 Sterne hat. Und ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Dann wird das Let's Play erstmal ganz normal weitergehen. Ist dann natürlich schade, weil ich würde das gerne
also komplett alleine auf 120 Sterne spielen, weil das habe ich noch nie gemacht. Aber naja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Leider. Naja, wir werden dann auf jeden Fall noch zwei andere Sterne sammeln. Einmal der, der in diesem Käfig da ist. Und dann noch der mit diesen Ringen. Ich glaube, das müsste nämlich hier auch gehen. Ja, ich muss bloß mal richtig in den Kreis reinschwimmen. Genau, 2, 3, 4. Und der letzte los. Okay, warum gelten die jetzt nicht mehr? Okay, das ist dumm. Na gut. Dann schwimmen wir erstmal nach oben. Und holen uns einfach mal diesen anderen Stern. Oder ich guck noch mal, ob das vielleicht doch damit zusammenhängt, dass ich irgendwie drüben noch so einen Stern sammeln muss. Also, ach, Stern, was laber ich eigentlich für so einen Müll? Ich schwimme noch mal rüber und gucke, ob wir da einen Ring... noch durch so einen Ring müssen. Jetzt habe ich so... Weil vorhin hat es uns das ja auch angezeigt mit der 1. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Na, mal gucken. So, mal gucken. Ich werde schon wieder mega an dieses Ding da rangesogen. Hier waren doch vorhin diese Ringe. Wo sind die denn jetzt hin? Irgendwie sehe ich die nicht mehr. Oh, ich werde gleich eingesogen. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, schnell. Und sterben tue ich auch gleich. Oh, oh, nein, nein. Ja, toll. Wunderbar. Naja. Passiert. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal in das Level. Und machen das, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe. Diesen einen Stern, den können wir uns, glaube ich, erst holen, wenn wir den grünen Schalter aktiviert haben, wie in mega vielen anderen Leveln auch. Aber den einen, den können wir ja schon holen, weil wir ja diese unsichtbarkeitsmachende Kappe da schon eingesammelt haben. Beziehungsweise aktiviert haben. Da müsste das funktionieren. Wir probieren es einfach aus. Dass wir wenigstens die anderen restlichen Sterne in dem Level noch holen. Abgesehen von den 2. Ist natürlich schade, weil ich hätte es halt, wie gesagt, voll gerne auf 120 Sterne selber durchgespielt. Aber irgendwie soll das nicht sein. Naja, der Versuch zählt, ne Leute? Ich kann es jetzt nochmal mit den Kreisen probieren. Vielleicht war das vorher noch einfach nur ein Bug. Ja, noch ein Stück vor. Und ich war doch nicht richtig drin und das hat es deswegen nicht gezählt. Keine Ahnung. Ja, jetzt hat es gezählt, ja. Und genau dazu brauchen wir nämlich den grünen Schalter, damit wir richtig auf den Boden kommen. Und das geht halt nicht, weil wir hier die ganze Zeit weggetrieben werden. Hier mit diesem Schalter kommen wir jetzt halt durch dieses Gitter da durch. Und dann, ja. Dann schwimmen wir mal schön darunter. Ich würde dann sagen, ich beende dann auch gleich den Part, wenn ich den Stern eingesammelt habe. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so böse und so krumm. Ich kann ja nichts dafür. Ja, aber ich kann es auch verstehen, wenn ihr enttäuscht seid. Aber man kann es nun mal nicht ändern. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.